Gründerin und Geschäftsführerin von CoEDU. CoEDU ist aktiv im Bereich der beruflichen Bildung und das nicht nur national, sondern auch international und tätig in verschiedenen Bereichen von der angewandten Berufsbildungsforschung über Entwicklung von Lehr- und Ausbildungsmodule bis hin zur Organisation von Auslandsaufenthalten. Der Workshop, den wir heute angeboten haben, entstand im Rahmen eines Mobilitätsprogramms oder Projektes, die wir als Träger letztes Jahr abgeschlossen haben. Dort war ja schon das Thema Nachhaltigkeit ein integraler Bestandteil von Auslandsaufenthalten. Und wir haben durch die Jahre verschiedene, sage ich jetzt mal, Methoden und Tools erprobt, wie man das Thema Nachhaltigkeit in die Auslandsaufenthalte integrieren kann. Und wir haben verschiedene Erfahrungen gemacht und quasi der Workshop und das Konzept ist quasi das Ergebnis unserer Erfahrungen und Erprobungen. Kira, ich studiere hier in Leipzig Modedesign und mache nebenbei die Ausbildung zur Maßschneiderin. Ich habe mich für meinen Ausbildungsberuf entschieden, weil ich schon als Kind totales Interesse am Modedesign hatte, gern gezeichnet habe und gern in der Hinsicht kreativ geworden bin und das einfach mein Traum war. Mein Name ist Julia, ich bin 23 Jahre alt und studiere hier in Leipzig Modedesign an der Macromedia. Ich war noch nie irgendwie allein im Ausland, nur immer mit der Familie oder mit Freunden mal im Urlaub, aber so einen längeren Auslandsaufenthalt hatte ich noch nie. So ein Auslandsaufenthalt erweitert das Horizont enorm und es lässt auch einen gewissen Perspektivenwechsel zu, dass man dann aus seinem eigenen kleinen Bereich rauskommt und auch schaut, was da in der Welt noch so gibt. Aber auch für den Beruf, dass man mal auch einen anderen Blickwinkel hat auf den eigenen Beruf. Also dass man sich mal eben die Frage stellt, wie arbeiten die Menschen, die Handwerkerinnen und Handwerker im Ausland. Und ich denke, das ist eine großartige Inspiration, durch so einen Auslandsaufenthalt diese Erkenntnisse sich zu gewinnen. Mein Name ist Lisanne, ich bin 23 Jahre alt, ich mache eine Ausbildung und ich studiere Modedesign in Leipzig. Unter Nachhaltigkeit verstehe ich, man kann halt persönlich schon sehr in seinem Leben darauf achten, nicht alles zu überkaufen und sich immer von allem das Neueste und zu viel zu holen, sondern man kann halt selber darauf achten, was brauche ich wirklich. In unserem Ausbildungsalltag findet sich Nachhaltigkeit wieder. Wie nachhaltig sind die Stoffe wirklich? Woher kommen die Stoffe überhaupt? Aber eben auch die Menschenrechte, das heißt eine faire Bezahlung und dass man eben auch auf die Arbeitsrechte achtet und eben auch diese übermäßige Produktion vermeidet und eher weggeht von Fast Fashion und eher hingeht zu Slow Fashion. An meinen Auslandsaufenthalt habe ich viel zu große Erwartungen. Ich würde schon echt gerne Italienisch wenigstens ein bisschen sprechen können, Anna. Ich erwarte, dass ich sowohl kulturell als auch sozial über mich hinauswachse, viel kennenlerne. Ich habe einmal die Erwartung, natürlich sehr viel Neues zu lernen im Berufsalltag und dann dort diesbezüglich mein Handwerk verbessern. Arbeit ist durch einen gemeinsamen Kollegen entstanden. Sie hat uns vorgestellt und genau, das war Liebe auf den ersten Blick. Wir führen seit mehr als 25 Jahren Erasmus-Plus-Projekte durch. Wir haben ein großes Netzwerk von Betrieben. Wir haben fast 1000 Kontakte in allen Bereichen. Und in diesen vielen Jahren haben wir wirklich alle Berufe aufgenommen, also von Handwerk zur Industrie. Im Bereich Mode haben wir 3 Maßschneiderinnen ausgewählt. Wir sind gerade in Vicenza in der Schneiderei La Racosa, wo ich mein Praktikum absolviere. Und ich bin hier jetzt schon seit 4 Monaten. Und Vicenza ist eine sehr schöne Stadt in Italien. Und hier zu arbeiten macht mir total Spaß, weil man sehr viel
Neues lernt. Man lernt sehr viel mehr die Mentalität kennen und auch die Person und auch dieses entspannte Arbeiten. Sehr viel gelassener und sehr viel ruhiger. Und ich mag einfach diesen italienischen Lebensstil. Wir sind hier gerade bei Paola Gerardi. Sie ist Maßschneiderin und ja, ich mache hier gerade mein Praktikum. Meine Aufgaben gehen los beim Zuschnitt, den ich manchmal mache, dann das Heften der Kleidung, Nähte schließen oder auch manchmal Änderungen, wie zum Beispiel eine Hose kürzen. Genau, also ich werde ziemlich präsent in allen Sachen mal eingesetzt. Wir sind in Marostica in der Maßschneiderei von Katharina Bucco. Mir gefällt hier besonders gut einfach die Arbeit mit meiner Chefin und ihren zwei Kolleginnen zusammen. Ist alles sehr familiär. Meine Aufgaben hier sind meistens Handarbeit, also viel mit der Hand nähen, viel staffieren oder heften, Knöpfe annähen. Aber ich nähe auch öfter mal Futter mit der Maschine zusammen oder mache den Zuschnitt oder stelle Schnittmuster aus. Eigentlich alles. Meistens, wenn ich wirklich in der Nähwerkstatt arbeite, viel mit den Nähmaschinen, aber auch sehr viel mit der Hand. Ich habe schon Perlen mit der Hand aufgestickt, tatsächlich 2 Tage am Stück, weil es so viel war. Ganz viele Säume staffiert, aber auch teilweise komplette Kleidungsstücke selbst genäht. Einige von diesen Maßschneiderinnen bieten Maßprodukte, Maßkleider auch für Kunden und Kundinnen, die normalerweise sich auf Fast Fashion wenden. Die Arbeitsprozesse brauchen Zeit, aber brauchen die Zeit, damit die Qualität entsteht. Diciamo un po' prima del più o meno nel 1997. La data più o meno è stata quella, il mio inizio. Per quanto riguarda lo stagista, penso che abbia la possibilità di conoscere il mondo della sartoria perché lo tocca con mano da me. Tutti i passaggi, tutte le operazioni le vede senza... Per quanto riguarda per me, lo trovo un valore aggiunto perché avere i giovani ti carica di energia. Se no cadi nell'abitudine, il giovane ti dà la freschezza, quella giusta per portare avanti un'attività creativa come la mia, insomma, come la sartoria. Allora, con l'Erasmus è il primo anno, è la prima esperienza, però con altre realtà scolastiche è la bellezza di 20 anni che accolgo sempre ragazze che hanno la passione o che stanno cercando se è la vera passione per la loro vita e per la creazione di abiti su misura e sartoriali. Allora, per me avere ragazze anche da paesi fuori d'Italia è sempre un'esperienza che mi fa crescere, vedo che sono altre esperienze che viene portato da me nella mia bottega e io do l'esperienza mia del Made in Italy, del su misura, del fatto a mano, l'esperienza mia di 35 anni nel mestiere e do alle ragazze che sono in questo settore, che sono per me il futuro del mondo, del lavoro, quindi dobbiamo dare molto, insegnare molto a questi ragazzi. Ich denke, unsere Welt geht in Richtung Nachhaltigkeit in diesen Jahren, Modebereich besonders, und ich glaube, wir haben durch Europa so ein bisschen die gleiche Richtung. Aber natürlich sind wirtschaftliche Bereiche und Traditionen von den verschiedenen Ländern auch noch zu beachten und deswegen sind solche Austausche wichtig. Der Fokus auf die Nachhaltigkeit kam durch uns, da wir ja in diesem Bereich schon sehr lange zusammenarbeiten und hat uns sehr gefreut, dass wir auch die Möglichkeit haben, über Grenzen hinweg das Thema in Auslandsaufenthalten aufzugreifen. Also die Arbeitsweise ist tatsächlich sehr anders, weil es werden nur Einzelstücke angefertigt. Der Stoff wird speziell für den Kunden ausgesucht und es wird dann nur so viel Stoff gekauft, wie man wirklich braucht. Direkt in der Schneiderei ist mir im Hinblick auf Nachhaltigkeit aufgefallen, dass wir natürlich
nach Maß anfertigen und auch Sachen ändern können. Das heißt, Sachen werden mehrmals verwendet. Wir können anderen Projektträgern empfehlen, Auslandsaufenthalte auch dafür zu nutzen, das Thema Nachhaltigkeit dort zu platzieren. Nicht als ein separates Thema, sondern auch als ein ganzheitliches, integrales Thema mit in die Aufenthalte aufzunehmen und das auch praxisnah dort zu begleiten. Ich nehme besonders die Inspiration nach Deutschland mit, jetzt auch noch ordentlicher zu arbeiten. Ich habe sehr viel gelernt, hier sehr langsam und entschleunigend an meiner Arbeit zu arbeiten und sehr viel Bedacht daran zu haben. Ich nehme schon einige Inspirationen mit nach Deutschland, die zum Beispiel neue Techniken, die ich gelernt habe, im Sinne des Handwerkes. Sonst natürlich allgemein die Zeit. Es ist mal schön, viele neue Städte kennenzulernen. Ich konnte Verona, Venedig besuchen, auch Vicenza. Die größte Inspiration, die ich mit nach Deutschland nehme, ist auf jeden Fall meine berufliche Zukunft, weil ich mich eigentlich eher weniger in der kleinen Schneiderei gesehen habe. Aber jetzt, wo ich hier so die Arbeitswelt kennengelernt habe, ich mir das tatsächlich auch sehr gut für die Zukunft vorstellen könnte, wirklich Einzelstücke, Maßanfertigung machen könnte. Nach dem Aufenthalt treffen wir auch alle unsere Auszubildenden und evaluieren gemeinsam den Auslandsaufenthalt, um einerseits auch auf die Qualität der Umsetzung zu achten, aber auch auf die inhaltlich gesetzten Ziele bzw. deren Erreichen nochmal gemeinsam auszuwerten. Die Unterstützung durch Coedo war sehr gut. Wir wurden auch unterstützt, wenn es Probleme gab. Sie waren immer erreichbar. Und jetzt im Nachhinein haben wir auch nochmal diesen Abschlussworkshop, wo wir auch nochmal was Praktisches machen konnten und auch noch sehr viel lernen konnten. Ich hatte Erwartungen an das Praktikum, dass ich viel von der Sprache lernen würde, die Kultur mitbekomme und natürlich auch meine Fähigkeiten verbessern kann in der Maßschneiderei. Erfüllt hat sich in dem Punkt, dass ich wirklich viel lernen konnte, was Schneiderei betrifft. Seit dem Praktikum kann ich mir vorstellen, auch in der Maßschneiderei arbeiten zu können, aber natürlich gibt es in Deutschland nicht so viele Möglichkeiten wie eben in Italien, was sehr schade ist. Besonders bei der Schnelligkeit beim Nähen habe ich mich sehr verbessert. Aber auch meine Einschätzung, wann etwas wirklich gut ist, ist jetzt natürlich viel, viel besser als davor. Auch witzigerweise oft in die andere Richtung, dass ich manchmal dachte, so, oh nein, das geht jetzt noch besser, aber es war schon gut genug. Besonders nachhaltig bei uns war, dass jeder Stoff aufgehoben wurde, wenn er groß genug war. Und den dürfte ich dann meistens in Topflappen oder in kleine Täschchen verwandeln. Also Geschenke für die Kunden. Ich würde anderen PraktikantInnen die Ratschläge geben, auf jeden Fall offen zu sein und alles mitzunehmen und sich anzugucken, was sie nur können, auch überall mitzuhelfen, auch wenn es nur eine ganz kleine Aufgabe ist. Auch immer nachfragen, auf jeden Fall. Auch wenn man denkt, man weiß, wie irgendwas funktioniert, trotzdem nochmal nachfragen, weil man kann immer noch irgendwie eine neue Verarbeitungsweise gezeigt bekommen, die man vielleicht noch nicht kannte, die dann vielleicht auch einfacher ist oder einfach praktischer. Eine Sache, die ich in meinem Praktikum bearbeitet habe, auf die ich besonders stolz bin, ist ein Kleid, was jetzt vor ein paar Tagen rumgelaufen ist. Da durfte ich 2-3 Wochen lang Swarovski-Steine und Pailletten per Hand aufnähen, jeden Tag. Es war auf jeden Fall nicht die schönste Arbeit, als es war. Aber jetzt die Bilder und Videos, wie es so durch Rom läuft, auf der Fashion Week der Schneiderei, meine Chefin hat da ein Event, wo sie dran teilgenommen hat, das war dann doch irgendwie sehr schön. Die Qualität des Auslandsaufenthaltes macht auch das aus, dass die Auszubildenden sehr viel Interesse, Motivation und auch Eigeninitiative mitbringen, um die ganze Sache rund zu machen.